Und weiter geht's mit den Tamiya-Neuheiten. Noch was ganz Tolles, Toyota Hilux Extra Cab. Und wie ihr alle sehen könnt, im legendären Tamiya Bruiser Design. Wie wir hier auf der Box sehen können, hat vor einiger Zeit Tamiya UK in Zusammenarbeit mit Toyota einen echten Hilux aufgebaut, in diesem Tamiya Bruiser Design. Wirklich ganz tolles Auto und es wurde zusammen mit einem Tamiya Bruiser, dem Original, in Toyota Werbespots in England gezeigt. Wirklich sehr schönes Modell und das Ding gibt es jetzt auch als Tamiya Modell zum Kaufen. Der neue Toyota Hilux im Bruiser Design auf dem bekannten CC01 Chassis mit langem Radstand, wie vom Amarok bekannt. Dann schauen wir mal rein in das Ding. Schon alte Bekannte, den TBLE 02S Regler, wie von Tamiya in den meisten Baukästen jetzt inkludiert, kann Brushless und Brushed Motoren, tolle Sache. Hier eine TLU 01 enthalten, kann man das Ding beleuchten. Das Auto hat übrigens auch Lichteinsätze, das schauen wir uns jetzt gleich an, aber die LEDs sind schon mit dabei. Teile bekannt von allen CC01 Kits. Hier sind Motor, Schraubenbeutel, Kardanwelle dabei. Anleitung für die TLU 01 Unit. Da ist die Karosserie. Sehr hübsch. Und hinten für die Lichteinsätze vorbereitet. Und die haben wir schon mal hier. Schon verchromt, ganz toll, nicht aus Lexan. Wird mit doppelseitigem Klebeband in der Karosserie dann befestigt. Vorne und hinten können jeweils drei LEDs eingebaut werden. Hauptscheinwerfer 5 mm, Blinkernebellicht 3 mm, ganz toll. Hinten auch. Schöne Spiegel. Hinterachsteile. Verchromte Felgen. Kennen einige vielleicht von euch vom Porsche Cayenne. Da waren sie orange. Hier kriegen wir sie verchromt. Servosafer. Achsschenkelteile. Hauptchassis. Mit hinterer Differentialsperre, optional einbaubar. Frontrahmer, Karosseriehalter, vorderer Unterbodenschutz, Motorhalter. Die bekannten CC01 Reifen kennen wir schon von vielen Modellen, wie Pajero und so weiter. Auch hier dabei, passen recht gut zum Hilux. Bauanleitung, extra Teileliste dabei, interessant. So, dann schauen wir uns mal den schönen Deckhallbogen an. Relativ umfangreich durch das Bruiser-Design. Die ganzen Flächen werden ja beklebt fast. Sehr schön. Interessant, auch tolle Aufkleber für die Rückleuchten. Ganz tolle Optik, richtig schönes Fahrzeug.
Für das CC01-Chassis bekommt er natürlich bei uns auch sämtliche Tuning-Teile. Öldruckstoßdämpfer hat das Modell ja schon. Empfehlenswert sind Kugellager, CVDs, Öldruckstoßdämpfer aus Alu. Hier gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. So, dann haben wir es schon wieder. Das Ding gibt es ab sofort bei uns zum Kaufen. Und wir warten auf die nächsten Neuheiten. Bye bye und bis später.